Mitte Europas im Wandel der Zeit. Ein Land, das lange braucht, um eins zu werden. Menschen, die sich erst im Laufe der Jahrhunderte als Deutsch verstehen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Fragen an die Geschichte der Deutschen. Für die Revolution! Für die Demokratie! Für die Republik! Das Reich ist das Einzige, was uns geblieben ist. Ein Monarchist, der die Demokratie retten will. Ein Friede, der keiner ist. Aber der Waffenstillstand ist nicht voraussetzungslos abgeschlossen worden. Die erste deutsche Republik steht vor dem Bankrott und am Rande des Bürgerkriegs. Er muss sich behaupten gegen die Feinde der Demokratie. Vor allem gegen einen, Adolf Hitler, der Reichskanzler Gustav Stresemann. November 1923. Der Führer der Nationalsozialisten will die Regierung in Berlin stürzen. Die nationale Revolution ist soeben ausgebrochen. Noch in der Nacht ruft Reichskanzler Stresemann eine Krisensitzung ein. Ja. Was ist mit der Polizei? Angeblich übergelaufen, aber noch nicht bestätigt. Der Präsident ist da. Die Regierung in Berlin ist abgesetzt. Nachricht aus München. Was ist passiert? Hitler putscht. Reichspräsident und Stresemann müssen handeln. Auf nach Berlin! Auf! Ja! In der Nacht zum 9. November 1923 steht die Zukunft der ersten deutschen Republik auf dem Spiel. Und ausgerechnet er muss sie retten, Gustav Stresemann. Ein Mann, der im Weltkrieg auf Eroberung setzte und ein deutsches Weltreich wollte. Der an die Monarchie glaubte und ihren Sturz beklagte. Nun hat er einen Aufruf für die Republik und gegen Hitler verfasst. In der Schicksalsstunde des deutschen Volkes fordern wir alle Freunde des Vaterlandes auf, sich einzusetzen für die Bewahrung der Reichseinheit und der deutschen Freiheit. Ist es wirklich so schlimm? Ja. Wir wissen nicht, was der nächste Tag bringt. Aber ich werde nicht zurückweichen. Er weiß, dass Hitler ihn absetzen will. Seine Frau bangt um sein Leben. Seit 20 Jahren sind Käthe und Gustav Stresemann verheiratet. Und schon einmal stand in dieser Zeit seine wechselvolle Karriere vor dem Aus. Dabei begann alles mit einem Traumstart. Mit 28 Jahren war Stresemann jüngster Abgeordneter im Reichstag. Wie der Kaiser träumte er von einem deutschen Weltreich. Als 1914 der Krieg ausbrach, forderte auch er Eroberungen in Ost und West. Als der Krieg verloren geht, will auch er die Macht des Kaisers einschränken. Doch keine Republik, wie sie im November 1918 ausgerufen wird. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Stresemann gerät ins Abseits. Mit dem Zusammenbruch des Kaiserreichs brach für Stresemann eine ganze Welt, ein ganzes Weltbild zusammen. Persönlich bedeutete für ihn das Ende des Krieges zunächst einmal einen Karriereknick. Februar 1919. In Weimar, wo Goethe und Schiller wirkten,
tagt die frei gewählte Deutsche Nationalversammlung. Sie soll der jungen Demokratie eine Verfassung geben. Gustav Stresemann ist Vorsitzender der neu gegründeten Deutschen Volkspartei. Die fordert eine parlamentarische Monarchie. Doch Sozialdemokraten wie Friedrich Ebert haben jetzt das Sagen. Das Wesen unserer Verfassung soll vor allem Freiheit sein. Freiheit für alle Volksgenossen. Aber jede Freiheit, an der mehrere teilnehmen, muss ihre Satzung haben. In der Nationalversammlung haben die Befürworter der Republik eine Zweidrittelmehrheit. SPD, Linksliberale und Katholische Zentrumspartei. Gustav Stresemann und seine Deutsche Volkspartei trauern den alten Zeiten hinterher. Deshalb ist er für viele erst einmal ein Mann von gestern. Mit den Fürsten und Königen von Gottes Gnaden ist es für alle Zeiten vorbei. Die Zukunft. Zum ersten Mal dürfen auch Frauen wählen und gewählt werden. Aber jetzt kommen die Frauen. Dagegen waren die Fürsten und Könige ja harmlos, nicht wahr? Mit gemischten Gefühlen ist Stresemann nach Weimar gereist. Seiner Frau schreibt er: Heute war der feierliche Tag der Eröffnung der Deutschen Nationalversammlung. Oder vielmehr sollte es sein. Ich bin mit dem Herzen bei den alten Zeiten und es tut mir weh zu sehen, wie sich alles geändert hat. Gefühle, die die meisten Abgeordneten nicht teilen. In den nächsten 6 Monaten schaffen sie die rechtliche Grundlage für den neuen Staat. Die Verfassung der Weimarer Republik. Die Regierung ist jetzt nicht mehr dem Kaiser, sondern dem Parlament verantwortlich. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte. Eine Verfassung, die an die gescheiterte Revolution von 1848 anknüpft. Die Ideale der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche. Schwarz-Rot-Gold steht für die freiheitliche Tradition in Deutschland. Es sind nun auch die Farben der Weimarer Republik. Doch auf dem Neubeginn lastet ein Schatten. In Versailles treffen sich im Frühjahr 1919 die Siegermächte des Ersten Weltkriegs. Die Deutschen hoffen auf einen milden Frieden, nachdem der Kaiser gestürzt ist. Eine Illusion. Anders als Amerikaner und Briten will Frankreich Deutschland entscheidend schwächen, um künftig vor den Nachbarn sicher zu sein. Der Spiegelsaal des Versailler Schlosses. Hier wurde nach dem deutschen Sieg über Frankreich 1871 das Kaiserreich ausgerufen. Und durch Bismarck die deutsche Einheit geschaffen. Ein halbes Jahrhundert später folgt am gleichen Ort die Revanche. Jetzt sind die Deutschen die Besiegten. Die Vertreter der Weimarer Republik haben keine Wahl. Sie müssen eine ausschließliche Kriegsschuld des Reiches anerkennen und harte Friedensbedingungen akzeptieren. Die neue Republik muss die Erblast der Kaiserzeit tragen. Stresemann bezieht auch hier Opposition. Wir sind vielleicht verloren, wenn wir den Frieden nicht unterzeichnen. Aber wir sind sicher verloren, wenn wir ihn unterzeichnen. Er will die Folgen des Krieges, den er begrüßte, so nicht tragen. Gemäß Versailler Vertrag besetzen französische, belgische und britische Truppen das deutsche Rheinland als Sicherheitspfand. Deutschland muss Kriegsentschädigungen zahlen und verliert ein Siebtel seines Staatsgebietes. Im Westen gehen Elsass und Lothringen an Frankreich, im Osten Westpreußen, Posen und ein Teil Oberschlesiens an das neu gegründete Polen. Der Versailler Vertrag führt im Reich zu wütenden Protesten, die sich auch gegen die junge Demokratie richten, die ihn annehmen musste. Ein Friede, der ohne die Unterworfenen vereinbart wird, ist immer ein Diktatfriede. Und natürlich gab es eine Menge von Bestimmungen in diesem Vertrag, die man in der Tat
kritisieren konnte, aber die man auch mit Geduld und kluger Diplomatie hätte überwinden können. Das aber war sehr schwer angesichts dieser nationalistischen Grundströmung. Putschversuche erschüttern Deutschland. Die extreme Rechte gibt den Vertretern der Demokratie sogar die Schuld am verlorenen Krieg. Außenminister Walter Rathenau wird Opfer eines Mordkommandos. Ebenso Ex-Finanzminister Matthias Erzberger. Angeblich seien Demokraten und Sozialisten der siegreichen Truppe in den Rücken gefallen. Die sogenannte Dolchstoßlegende, die eine Lüge ist. Der Unterschied zwischen Weimar und heute liegt in der politischen Kultur. Damals war es üblich, an vielen Stellen sehr fundamental gegeneinander Gegensätze auszubauen und relativ schnell auch zur Gewalt zu greifen. Die Hetze zeigt Wirkung. Bei den ersten Reichstagswahlen im Juni 1920 verlieren die tragenden Parteien der Republik ihre Mehrheit. SPD, Zentrum und Linksliberale. Die Gegner an den Rändern legen zu, auch die Deutsche Volkspartei Stresemanns. Sie steigert ihren Stimmanteil von 4% auf 14%, wird zu einem politischen Gewicht, auch als möglicher Koalitionspartner. Doch für wen? Stresemann spürt, dass Extremismus von rechts und links den Staat an den Abgrund treibt. Dass die Republik als Staatsform einen Kompromiss darstellt, den es um des inneren Friedens willen zu verteidigen lohnt. Dass Verweigerung keine Lösung ist. Stresemann, der 1918 mit dem Kriegsende vermeintlich vor dem Ausgestanden hatte, war 1920 durch die Reichstagswahl wieder da mit seiner Partei. Und zugleich rückt er mit seiner Partei in eine Schlüsselfunktion in diesem politischen System der Weimarer Republik, weil die Parteien der Weimarer Koalition, die diese Republik trugen, SPD, die Linksliberalen und die katholische Zentrumspartei, an sich nicht mehr mehrheitsfähig waren und nun angewiesen waren auf eine der Parteien, die eigentlich ursprünglich im Lager der Gegner der Republik standen. So wie Stresemanns DVP. Doch zum Schwur kommt es erst 1923, im Krisenjahr der jungen Republik. Im Januar marschieren französische und belgische Truppen in das Ruhrgebiet ein. Bisher war nur das Rheinland besetzt. Offiziell wollen sie sich ein Pfand für ausbleibende Kriegsentschädigungen sichern. Berlin ruft den passiven Widerstand aus. 2 Millionen Deutsche im Ruhrgebiet verweigern die Arbeit. Ihren Lohn übernimmt der Staat, der das Geld, das er nicht hat, einfach druckt. So verliert die Mark immer weiter an Wert. Über die Parteigrenzen hinweg wird der Widerstand begrüßt. Das Ruhrgebiet ist das industrielle Herz Deutschlands. Wer hier die Kontrolle hat, kann über die wirtschaftliche Stärke des Reiches mitbestimmen. Das wissen auch die Franzosen. Sie fürchten, dass der Nachbar schon bald wieder zu mächtig wird. Doch nun stehen die Räder still. Im Februar 1923 fährt Stresemann nach Dortmund, um den passiven Widerstand im besetzten Gebiet zu unterstützen. Vos papiers. Der prominente Politiker muss mit seiner Verhaftung rechnen. Er reist daher mit gefälschtem Ausweis an. Non? Friedrich Ehrenkamp. Destination? Ins Büro. Ich arbeite für eine Versicherung. Allez. Die Lage an der Ruhr spitzt sich zu. Wegen der Zollstellen an den Grenzen werden die Nahrungsmittel knapp. Das französische Militär errichtet Suppenküchen, um Sympathien zu gewinnen. Doch auch hier gilt der angeordnete Boykott. Hey, beim Feind zu betteln, du solltest dich verschämen, Junge! Hast du denn gar keine Ehre im Leib, Freundchen? Finger weg! Die Stimmung ist hochexplosiv. Es gibt Sabotage, Zusammenstöße, Tote.